Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen Durstlöscher, saurer Apfel im Test. Oh mein Gott, was geht dieses Jahr beim Durstlöscher ab? So viele krasse Sorten, die ich noch für euch testen muss. Karamell, Bubblegum habe ich mal vor ein paar Wochen gekauft. Fliegt die irgendwo rum, ich habe es nicht mehr wiedergefunden leider. Aber jetzt gibt es erstmal saurer Apfel und die hat mir netterweise Eva zugeschickt. Vielen lieben Dank. Es ist nicht immer einfach, die neuesten Sorten zu finden. Manchmal halt beste Destination, bester Platz dafür ist eigentlich so der Kiosk um die Ecke. Und wenn ihr dann einen coolen Kiosk habt mit einem neuen Sortiment, dann Augen auf. An S-Bahn-Stationen und U-Bahn-Stationen habe ich die schon häufiger mal in anderen Editions entdeckt. Aber das gilt auch nur für Hamburg. Wie gesagt, die habe ich noch nicht im Laden gesehen, aber dank Eva kann ich sie jetzt für euch testen. Durstlöscher, saurer Apfel. Und hier sieht es aus wie Apfelringe, richtig wie die berühmten Trolli-Apfelringe. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Positiv erwähnenswert. Hier ist sogar Apfel mit drin. Apfelsaftkonzentrat 12%. Strohhalm, auch beim Durstlöscher. Es ist, glaube ich, mittlerweile auch Papier, oder? Ist ja auch verboten. Naja, ist auch Pappe. Und ich trinke den zuerst mal aus dem Strohhalm. Aber er kommt aus dem Kühlschrank. Das will ich auch noch dazu erwähnen. Ist auch ganz, ganz wichtig. Herrlich. Schmeckt so richtig säuerlich, apfelsüß. Wirklich wie, als hätte man hier die Apfelringe aufgelöst. So ein süßes, künstliches Apfelaroma. Dabei ist hier sogar echter Apfel drin. Man glaubt es gar nicht. Cool, vom Geschmack. Mal gucken, was meint ihr? Sieht das wohl wie Apfelsaft aus? Ist es grün, gelb? Was meint ihr? Welche Farbe hat dieser Durstlöscher? Das klären wir auch direkt. Ich habe hier nämlich ein Glas vorbereitet, um euch noch ein bisschen Mehrwert zu bieten zu dem Video. Ich hoffe, jetzt muss keiner von euch auf Toilette da draußen. Ansonsten vollkommen normal. Bei dem Geräusch kann das mal passieren. Halber Liter ist ja hier drin. Und ich habe das Thema schön ins Glas gemacht, also auch ohne Farbstoffe. Davon gehe ich aus, oder? Ja. Schmeckt wirklich lecker. Ein guter Durstlöscher, nicht zu sauer. Ich dachte, er ist so eine Ecke krasser, hätte ich jetzt gedacht. Auf einer Skala von 1 bis 10, so als zuckerhaltige Limo für zwischendurch, wenn man mal echt so einen Zuckerjieper hat, kann man das mal machen. Bekommt ihr von mir auf der Geschmacksskala von 1 bis 10 Punkte. Ihr könnt es wahrscheinlich schon erraten. Ja, nein, nicht 7. 8 Punkte bekommt ihr. Das ist ganz solide. Und hier oben könnt ihr ganz solide den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.